Im Augenblick der Strafmaßverkündung ist Derek Chauvin regungslos. 22,5 Jahre Haft, 10 Jahre mehr als das übliche Strafmaß für Mord im Bundesstaat Minnesota. Der Richter begründet dies mit Chauvins besonderer Grausamkeit und dessen Machtmissbrauch als Polizist. Die Staatsanwaltschaft hatte 30 Jahre Haft gefordert, die Verteidigung eine Bewährungsstrafe. Der Richter betonte, der starke öffentliche Druck habe bei seiner Entscheidung keine Rolle gespielt. Die Strafe basiert nicht auf der öffentlichen Meinung. Die Aufgabe eines Richters ist es, das Gesetz auf die konkreten, hier vorliegenden Umstände anzuwenden. Vorher hatten sich im Gerichtssaal die Angehörigen von George Floyd geäußert. Meine Familie und ich haben eine lebenslange Strafe bekommen. Wir werden George nie mehr zurückbekommen. Mit einem Grinsen im Gesicht hat Officer Chauvin exzessive Gewalt angewendet, anders als er es gelernt hat. Chauvin hatte keinen Respekt für menschliches Leben, Georges Leben. Auch Chauvin selbst äußerte sich kurz und drückte der Floyd-Familie sein Beileid aus. Während des Prozesses hatte er die Aussage verweigert. Bei guter Führung könnte Chauvin das Gefängnis nach 15 Jahren verlassen.